Polizisten auf Knien, friedlich Seite an Seite mit den Protestierenden. Ein Sheriff mischt sich unter sie. Es gibt sie, Bilder der Anteilnahme und Solidarität auch seitens der Ordnungshüter im Protest der vielen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. In New York City wagen Polizisten den Kniefall. Belohnt werden sie mit Dankbarkeit. Diese Fotos zeigen Officer in Washington D.C. Auch sie knien nieder. In Genesee County, Michigan feiern die Demonstranten den Sheriff Christopher Swenson wie einen Star. Einfach nur, weil er sich zu einem von ihnen macht. Gemeinsam marschieren sie. Und auch dieser Polizist ist nicht da, um den Empörten entgegenzutreten. Er findet klare Worte. Lasst diese Leute hier ihr Ding machen. Lasst sie auf den Straßen, lasst sie klagen. Denn sie haben das Recht dazu, angepisst zu sein. Es sind Bilder, die gut tun, in der Flut an Wut, Gewalt und Feuer, die zahlreiche Städte des Landes überschwemmt. Und ihr Entgegengewicht zu Aufnahmen wie diesen Bilden, in denen die Polizei knüppelhart gegen Demonstranten vorgeht. Wir müssen uns jetzt selber hier zurückbewegen. Also die Situation mehr und mehr außer Kontrolle.